Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar der Webinarreihe Indexanalyse nach der Perlentaucher-Methode mit Imagina Trader. Und ja, das machen wir natürlich wie immer mit Carsten Berger. Ich freue mich und freue mich natürlich auch, dass Sie heute Abend live dabei sind. Mein Name ist Elze Cardoso Neto und begrüße Sie im Namen von FX Flat. Wir schauen uns direkt den Risikohinweis an, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig von Inhalt heute müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event nicht als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen, auch wenn der Carsten vielleicht den einen oder anderen Trade zeigt. Also, dann lieber Carsten, übergebe ich sehr gerne den Bildschirm, wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Danke, Nelson, für die Ankündigung. Wie immer brauche ich hier so ein paar Sekunden, um die Technik hier zu übernehmen. Aber mittlerweile sitzt das bei mir auch und ich hoffe, ihr seht den Einleitungsbildschirm und ihr könnt euch mich letztendlich auch verstehen. Okay, dann ist doch alles gemacht. So, herzlich willkommen zum Perlentaucher Indexanalysen Webinar heute und zwar das letzte vor meinem Urlaub. Dann sehen wir uns erst wieder im August und dann geht das natürlich auch weiter monatlich. Die Risikobelehrung hat ja der Nelson schon gemacht, aber ich blende sie immer noch mal ein. Genau das ist es nämlich. Ihr dürft das alles als Anregung sein, aber nicht zum Nachmachen geeignet. Ihr müsst selber darüber nachdenken, ob das, was ich sage, überhaupt Sinn macht, denn es ist keine Anlageberatung. Und natürlich birgt der Handel mit Wertpapieren das Risiko des Totalverlustes und teilweise sogar darüber hinaus. Okay, dann möchte ich gar nicht so groß auf meine Person eingehen. Das seht ihr ja eingeblendet. Derjenige, der da links ist, das bin ich. Ungefähr sehe ich auch noch so aus und bin auch so alt. Und steigen wir auch gleich ein in das Thema. Wie immer sind es die Indizes, die in dem Munde sind, in aller Munde. DAX zum Beispiel wird natürlich immer betrachtet oder S&P oder Nasdaq, Dow Jones. Das ist das, woran wir uns orientieren und worauf auch meine Strategie aufbaut. Denn ich sage mir immer, wenn ich die Indizes mir anschaue, spare ich mir die Arbeit danach. Es hängt immer davon ab, wo der Index steht, ob ich mir die Mühe mache, ein Screening, also das heißt, auf die Suche nach Aktien zu gehen, oder ob ich mir das lieber erspare und dann lieber im Swimmingpool sitze oder, weiß ich nicht, irgendetwas anderes, als statt vor dem Bildschirm zu sitzen. Das ist ja meine Tagesstrategie, ist darauf ausgelegt, im Endeffekt die Tagescharts anzuschauen und bei den Indizes zu beginnen, über die Branche zu gehen und am Ende eine Aktie zu finden, wo ich sage, okay, jetzt stimmt das. Deshalb haben wir die Märkte im Blick. Das ist mein tägliches Geschäft, dass ich mir halt immer die Indizes anschaue. Das muss ich immer machen. Die Branchen schaue ich mir auch immer an, um letztendlich zu sehen, ob sich dort eine Veränderung, sag mal, etabliert und das im Index nicht immer gleich zu merken ist, wenn eine andere Branche von unten nach oben schiebt und eine obere Branche abgibt, dann kann sich das ja im Index neutralisieren, aber in der Branche positiv auswirken. Deswegen muss man da auch mal einen Blick drauf haben. Und natürlich könnt ihr mir eure Aktien mal in den Fragen-Chat hineinschicken und dann werfe ich gerne mal einen Blick aus Perlentauchersicht drauf. Wie geht das? Habe ich schon angedeutet. Index immer anschauen. Daraus entsteht bei mir die Auswahl, ob ich den Index jetzt nehme oder ob ich den beiseite lasse. Wie sind die Indizes generell in der Summe aufgebaut? Sind sie eher gerade schwach? Sind sie eher risikobehaftet? Bleibe ich dem Trading fern? Oder reduziere, wenn ich einen Trade mache, meine Positionsgröße? Ja, also ist auch ein Mittel zu sagen, okay, ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Markt heute steigt oder nicht. Wenn ich aber long gehe, zum Beispiel an meinem Index, der schon stark gestiegen ist, dann reduziere ich einfach die Positionsgröße und nehme dadurch mein Risiko etwas hinaus. Branche ist dann das, was ich auch mal beleuchte. Und wenn das natürlich konform geht mit dem Index und gleichzeitig eine tolle Branche, die stark ist, finde, die vielleicht auch noch in der Korrektur ist, dann bin ich bereit, meine Positionsgröße zu erhöhen, wenn ich eine Aktie finde, die sich ungefähr genauso verhält. Man spricht da so ein bisschen von Korrelation, ist aber nicht darauf ausgelegt. Ja, und wenn ich die Aktie habe,
dann selektiert habe, dann kommt die mir bei mir entweder auf die Watchliste, wenn sie noch ein bisschen braucht, oder auf die Handelsliste, wenn ich sie dann handeln möchte. Das ist so der Ablauf meiner Strategie. So, wer jetzt noch kein Konto hat, zum Beispiel bei FX Flat, der kann natürlich auch auf mein Angebot zurückgreifen. Und zwar bekommt er eine Stunde gratis. Wenn ihr auf die Homepage geht, auf Leistung und dann auf Services klickt, dann kommt ihr auf FX Flat. Und wenn ihr dort ein Konto, ein Demokonto beantragt oder ein Live-Konto und mich natürlich vorher noch anschreibt per E-Mail, dann kriegt ihr eine gratis Coaching-Stunde via Zoom 1:1, entweder zum Agina Trader oder zu meiner Strategie allgemein. Das gleiche gilt natürlich für den Kauf eines Agina Trader Produkts. Dort genau das gleiche. Bitte schreibt mich einfach vorher an unter cb@tradercoach.de, damit ich weiß, dass ihr an diesem Tag oder am morgigen Tage ein Produkt kauft, damit ich dann auch einen Termin mit euch machen kann. Wenn ihr Fragen dazu habt, zu dem, was ich hier mache, dann schreibt mir einfach eine E-Mail. Dann können wir via Zoom einen Termin machen und dort uns austauschen. Ihr könnt euch auch das Tool dort genauer angucken, mir Fragen stellen. Dazu entstehen euch dann keine Kosten. Wenn man ein Agina Trader User schon ist oder wird, dann kostet dieses Tool 1290 Euro, was ich habe. Und die Leistungen, die ihr da seht, die sind dort mit enthalten. Da sind 6 Monate Mitgliedschaft mit drin in der Perlentauchergruppe, wo ihr halt Fragen stellen könnt, logischerweise, wo ihr 1:1 mit mir verbunden seid und dort letztendlich das Fortbildungsangebot weitergeht. Ja, 5 Stunden Coaching sind 1:1 mit drin, sowie die Installation, die ich auch bei euch auf dem Rechner vornehme. Also ihr seid da nicht allein gelassen. So. Jetzt gehen wir schon in die Praxis. Jetzt muss ich mal den Agina Trader rüberziehen. Da kommt er. So sieht er aus. Wie immer wisst ihr, dass ich unten noch einen Wochenchart habe. Der ist für mich so ausreichend. Jetzt fürs Webinar nehme ich nur den Tageschart, weil das einfach besser aussieht und besser zu erkennen ist. Gerne könnt ihr schon eure Aktien hier reinschreiben, die ihr analysiert haben wollt. Dann kann ich das im Nachgang dann dort bearbeiten und dann loslegen. So, fangen wir an. Marktklima. Bei mir ist das immer sortiert, dass das etwas stärkere Element oben steht. Das ist schon seit Wochen Öl. Und ihr seht hier den Brent Öl Future. Der Chart spricht Bände. Und man sieht, er hat ein neues, ja, krasses Hoch gemacht, würde ich sagen, und liegt jetzt hier so auf so einem Widerstand bei 75, 76 Dollar. Und ja, das ist stark, wunderbar. Die Frage, die sich jetzt natürlich jeder stellt, ist, muss ich jetzt hier rein? Und das hört ihr wahrscheinlich ziemlich oft immer bei den Webinaren, weil der Markt immer komischerweise in den bestimmten Bereichen gestiegen ist. Und wer schon länger bei diesen Webinaren dabei ist und die Strategie schon, ja, ein bisschen mehr verinnerlicht hat, der weiß ja auch, dass das Bollinger Band bei mir die Volatilität misst, nicht nur bei mir, auch bei anderen. Und natürlich auch sagt, ob der Markt relativ teuer ist oder relativ billig. Und wenn er oben am Bollinger Band anstößt, dann ist er relativ teuer. Und es kann sein, ich weiß es ja auch nicht genau, aber ich richte mich danach, dass der Markt unmittelbar nach dem Überschreiten des Bollinger Bandes in den nächsten 3, 4 Tagen korrigiert. Also ist mein Risiko erhöht und ich kaufe am liebsten aus Korrekturen. Die Logik daraus ist, dass wenn ich so einen Chart sehe, ich mich dann natürlich gleich hinterfrage, muss ich dann, ja, wenn das Signal am Ende des Tages, wenn der Future, sag ich mal, schließt, ein Signal auslösen würde, muss ich dann screenen? Ja, muss ich, aber er löst bei mir kein Signal aus, weil der Markt ja nicht in der Korrektur ist. Also finde ich höchstwahrscheinlich auch keine Aktien, die in der Korrektur sind, was bei mir Voraussetzung ist, dass der Markt letztendlich gescreent wird. Also kann ich mir das sparen. Öl ist stark, das ist super, das ist auch zu Recht da oben, aber ich werde jetzt hier in dieser Situation
keine Aktien screenen, also werde ich in dem Markt nicht tätig werden. Nasdaq hat sich nach oben geschoben auf Platz 2, hat das gut hinbekommen, sich vom unteren Drittel nach oben zu arbeiten. Man sieht, dass das für Nasdaq angeschlagen war zu diesem Zeitpunkt. Wenn jetzt jemand hier einen Ton gehört hat, das ist ein Preisalarm, der im Hintergrund läuft von meiner Watchlist. Das macht die Nasdaq heute gerade, das ist aktuell. Wir sehen hier so eine Art Doji. Den Tag davor war sie sehr stark, hat am oberen Bollinger Band geschlossen. Und auch hier ist die gleiche Situation, dass es natürlich sehr, sehr schwierig ist, Aktien zu finden, die in der Korrektur sind. Klar wird es so welche geben. Die Frage, die ich mir immer stellen muss, ist, wenn ich eine Aktie jetzt auf Tagesbasis haben möchte, wenn ich jetzt hineingehe und jetzt den Markt screene, dann kann es doch passieren, dass der Gesamtmarkt vielleicht noch einen Tag nach oben läuft, aber in der Summe später, ja, Tage später nach unten korrigiert. Und meine Aktie, die dann vielleicht gerade in der Korrektur gekauft wurde, natürlich das analog wahrscheinlich nachvollziehen wird und dann meinen Stop reißen wird. Also erwarte ich schon eine gewisse Art von Gleichlauf, sprich Korrelation. Und von daher ist es ungünstig, in dem Moment dort oben nach einem korrektiven Wert zu suchen, weil die Chance halt groß ist, dass ich halt bei einer weiter an oder ansetzenden Korrektur bei der Nasdaq, die wahrscheinlicher wird, sage ich mal, unter die Räder komme. Wenn ich das mit einer Branchenanalyse überlagere, dann kann ich natürlich auch in bestimmten Branchen das machen. Dann zieht der Branchenchart meistens mehr als der gemischte Index der Nasdaq, also der Biotech-Werte drin, Software-Werte und so weiter. Das vermischt sich. Wenn eine Branche letztendlich neu sich aufmacht, neue Stärke zu erlangen, dann wird die natürlich auch ein höheres Gewicht haben in so einem Index. Und man sieht das manchmal nicht, weil es ja nur ein Durchschnitt letztendlich ist und ein Pool von verschiedenen Aktien. Also würde ich bei der Nasdaq jetzt gar nichts machen. Was ist bei der Nasdaq aber interessant? Und das habe ich heute auch bei mir in der Gruppe geschrieben. Es gibt da so einen täglichen kleine Zusammenfassung. Das ist auf einem DIN A4-Blatt letztendlich zu sehen, was da für mich wichtig ist. Und hier sieht man zum Beispiel, dass das Volumen jetzt nicht exorbitant erhöht war. Aber wir sehen hier am 17. Juni diese Erholung nach dieser etwas doch in den anderen Indizes ein bisschen gravierende Korrektur, ja, wurde an einem Tag letztendlich wieder wettgemacht und der normale Anleger konnte dann im Endeffekt zu Höchstkursen versuchen, hier wieder einzusteigen und wurde dann wieder einmal ein bisschen veräppelt und konnte dann vielleicht seine Trades gar nicht halten. So, und dieses erhöhte Volumen hier bei diesem Hochkurs, wo wir eine leichte Umkehr hatten für ein, zwei Tage, die muss jetzt halten. Ja? Denn alle, die hier oben irgendwie eingestiegen sind, die sind in dem Moment, wo der Kurs jetzt hier unter dieses Volumen Unterstützung geht, im Endeffekt im Minus. Das zieht dann nach sich oder könnte nach sich ziehen, dass der Markt in der Folge dann doch wieder diese Unterstützungsmarke anläuft. Das halte ich nicht für unwahrscheinlich. Ja? Und deshalb wäre ich bei diesen reinen Nasdaq-Trades aus dem Index jetzt ohne eine Branche zu checken etwas vorsichtiger. Man sieht auch, der Markt macht sich dann ein bisschen schwieriger und alle, die jetzt hier oben auf Ausbruch waren, waren mal kurz im Gewinn, sind jetzt eigentlich wieder plus minus und waren auch schon im Minus. Und von daher erwarte ich, dass der Markt hier auch wirklich noch runtergeht. Ich glaube, der fällt runter und testet dieses Niveau nochmal. Und dann bin ich halt lieber aufgestellt, wenn ich in dieser Ebene hier unten einsteige, wo ich dann eventuell wieder eine Stärke erwarte, das heißt ein Umkehrstab oder halt eine dynamische Kerze, sowas wie hier. Also für mich im Moment nichts zu tun. Wenn der Markt weiterläuft, dann ist das auch gut und das ist auch nicht verwerflich, dann geht er halt ein Stück nach oben. So, und kommt dann halt in korrektiv wieder nach unten. Es bleibt eigentlich immer das Gleiche. Ich warte dann ab, bis die Kurse wieder korrigieren. Ja. Manchmal ist es gar nicht möglich, dass man das alles so schnell abgreift, denn von der Logik her habe ich das ja hier auch so gesehen. Das heißt, es gibt einen Ausbruch, den hätte ich jetzt nicht gehandelt. So, jetzt warte ich auf die Korrektur, die kommt.
Jetzt haben wir eine Korrektur, haben auch schon ein bisschen angedeutete Stärke durch diese lange Lunte, ja, so ein bisschen bis zur Hälfte der Kerze. Aber am nächsten Tag ging es dann halt recht rasant nach oben. Wenn man jetzt noch einen Tag auf sicher gehen wollte, auf eine weiße Kerze warten, eine starke Kerze, dann hat man im Endeffekt schon die Performance und dann ist das Risiko einfach zu hoch. Ja. Deswegen passiert das oft in Indizes, dass auch in der Nacht, gerade im Future, der losläuft und dann zur Kasse, also wenn die normalen Aktien gehandelt werden, man gar nicht mehr zum Zuge kommt. Das ist normal. Ja, das muss man auch aushalten können. Deswegen im Moment bin ich beim Nasdaq eher so, warte ich auf den Rücklauf, dass da vielleicht noch ein bisschen Volumen produziert wird und dann sehen wir uns vielleicht hier in dem grünen Rechteck wieder. MDAX, auch hier, der MDAX hält sich auch schon lange und die Screening-Gelegenheiten, die ich genutzt habe, waren einmal hier. Dieser Umkehrstab, warum? Weil hier so ein Unterstützungsbereich ist, dieses hellgrüne ist Unterstützungsbereich und ich handle nicht gerne den Ausbruch, also wo es hier über dieses Hoch ging, ging es so hoch und dann ging es wieder runter. Das heißt, hier wurden schon mal Orders abgearbeitet darüber und wenn der Markt dann Stärke zeigt auf dieser Unterstützungszone, war da eine gute Möglichkeit hier auf Aktien zu screenen, die das ähnlich haben. Und das zweite konnte man sogar nochmal machen, das heißt, wir sind hier wieder rübergegangen. Über dieses Hoch davor, korrigieren wieder, haben wieder Stärke gezeigt. Auch hier ist wieder angezeigt gewesen, ein Screening durchzuführen. Und dann läuft der Markt wieder nach oben, korrigieren, haben Stärke gezeigt. Aber hier ist es eigentlich dann schon wieder zu spät, weil wir haben diesen Abverkauf megamäßig mit einem Downgap eröffnet und wieder hochgekauft. Das heißt, wenn ich hier oben reingehe, habe ich ja die ganze Dynamik schon vergeben fast. Da ist ja nicht mehr viel offen. Und man sieht, es gibt mir auch recht, dass der Markt hier korrigiert. Was ist auffällig und was ich sehr für bedenklich halte, ist das hohe Volumen hier vom 18. Juni an dieser Kerze und da haben wir ein neues Hoch gemacht und dann wurde der Markt abverkauft. Und scheint so, dass er heute da wieder so reagiert hat, da muss er erstmal drüber. Ja, da muss er erstmal drüber und er hat auch drunter geschlossen. Ja, das ist auch nicht, zwar nicht so extrem. Man redet ja nicht von Punkten hier, sondern eher von Zonen. Aber der Bereich ist schon recht schwierig. Und wenn der Markt am morgigen Tage aufmacht und tendiert weiter drunter, dann sehe ich hier die nächste Unterstützung bei diesem Volumen hier an der Kerze. Und das sind ein paar Punkte weiter unten. Ja, und dann kommen wir genau ins untere Bollinger Band. Also, wenn ich für Long-Positionen da oben jetzt rumhantieren möchte, wäre ich da etwas vorsichtiger. Und von daher ist für den Markt MDAX im Screening heute auch nichts zu tun, weil der muss jetzt erst korrigieren und dann wieder Stärke zeigen. So, Russell. Was ist beim Russell auffällig? Wer die Webinare jetzt regelmäßig verfolgt hat oder sich mal Videos angeschaut hat, der weiß, dass der Russell sehr, sehr früh bei uns auf dem Schirm war, wo es dann richtig losging. Jetzt macht er im Endeffekt den Seitwärts-Move und verarbeitet das, was er vorher ja an Stärke hier richtig aufgebaut hat. Und jetzt muss man halt schauen, was ist sinnvoll. Ja, wir sehen hier die Widerstände hier oben, sind so 1, 2, 3 Mal angelaufen worden, kann man sagen. Und ich gucke mir mal das Volumen an, das wisst ihr. Das ist nun erhöht, man kann es ja sehen hier, das ganz normale Volumen unterhalb des Charts, über einem Durchschnitt bei mir, am Tief. Das ist immer, ich sehe es sehr positiv, wenn man am Tief das Volumen erhöht ist. Warum? Wer kauft denn da? Also Otto Normalverbraucher nicht. Wer kauft denn, wenn hier eine total schwarze Kerze ist und sagt sich, ja okay, gehe ich rein. Das halte ich für recht unwahrscheinlich. Da kaufen, sage ich mal, vielleicht Institutionelle, die sagen, ja, da ist das Volumen erhöht. Da kann ich auch meine Riesenstückzahlen mit reinballern und die reinskalieren und das, was freigegeben wird, bei einer niedrigen Akzeptanz des Preisniveaus, wird dann von denen gerne aufgenommen. Ja, das ist eine tolle Situation, aber wenn man mal schaut, wie dann am nächsten Tag, das ist hier der ETF von dem Russell, der bildet den Future fast genauso ab, aber halt an der Kasse, das heißt im realen Markt, dann sieht man, hier ist der Eröffnungskurs, ja, und Quatsch, der Schlusskurs vom Tag und da ist der Eröffnungskurs. Also auch schon mal ein Gap. So, und dann lief der recht hoch. Das heißt, wenn man jetzt hier auf Stärke setzt, dann haben wir schon einen riesen Move gemacht.
Wann wäre ich jetzt hier tätig geworden im Russell, wo ich sage, ja, da passt alles? Natürlich, die meisten werden es wissen, wenn hier unten die Coaches bei mir, wenn hier unten in dem Bereich der Markt von hier unten gekommen wäre. So, das haben wir jetzt nicht. Jetzt haben wir schon Potenzial verpulvert. Jetzt müsste ich mich, wenn ich heute rangehe, mich mit diesem Rest da bis da oben vergnügen, weil dort das Volumen hoch ist. Und das heißt im Endeffekt, wenn jetzt jemand da oben eingestiegen ist, dann haben wir nur noch so ein bisschen Platz und das reicht vielleicht nicht. Wenn ich einen Trade im Russell mache und dann eine Aktie suche, weil ich der Meinung bin, die ist in der Branche jetzt top, habe ich ja immer noch das Risiko, dass der Index mich mit nach unten zieht. Und wenn der Dow zusammenfällt oder der S&P 500 im Minus ist und noch den Nasdaq, dann werden sich Einzelaktien auch immer schwieriger, sag ich mal, tun gegenüber dem Gesamtmarkt. Wenn ich das aber trotzdem mache, dann muss ich mit dem Bewusstsein unterwegs sein und mir sagen, hey, dann nehme ich aber nicht das Risiko, was ich sonst habe. Entweder nehme ich die Positionsgröße runter. Ich habe meine Positionsgröße, wenn ich einen Trade mal um 60% reduziert, handle also nur mit 40%. Und das könnt ihr mit der Positionsgröße machen. Das heißt, was ihr als Summe in Aktie investiert, ihr könnt aber auch sagen, ihr macht das von dem Risiko, das heißt, das Initialrisiko zwischen Einstieg und Stopkurs. Wenn ihr da 100 Euro habt, würdet ihr halt nur 40 nehmen, meinetwegen. Also man kann damit auch die Möglichkeiten im Aktienmarkt weiterhin handeln, aber man ist immer sich bewusst, in welchen Risikosituationen man ist. Und es geht ja auch darum, sein Kapital zu schützen. Gehe ich immer in jeder Situation mit dem gleichen Kapital ein, setze ich ja meinem Kapital einer höheren Gefahr aus, weil ja mein Risiko steigt, wenn der Markt in Widerstandsbereiche läuft, dass er da korrigiert. Also deswegen, natürlich kann der Markt auch durchgehen, dann habe ich halt etwas weniger verdient, aber das ist ja auch nicht schlimm. So, S&P 500. Also wir sehen beim Russell, bei Nasdaq, ja, da oben nicht so toll, dass ich einsteige. Ist zwar noch positiv, das heißt, sie tendiert nach oben, denn Russell hat eher so eine Hürde, tendiert auch nach oben mit ein bisschen Potenzial. So, S&P 500, was macht der? Der hat natürlich ganz fies an einem Tag wahrscheinlich eine ganze Menge von Leuten rausgekegelt. Auch bei mir ist eine Aktie rausgeflogen, die am nächsten Tag dann schön wieder dort war, wo ich eigentlich eingestiegen bin. Das passiert. Ja, und das ist auch gewollt so, dass wir als Kleinanleger, als Kleintrader dort den Umsatz generieren, damit die Großen da oben einsteigen können. So, jetzt der Vorteil bei dem S&P 500 ist, er ist über diesem hohen Volumen, das ist jetzt nicht ganz so hoch wie, sagen wir mal, diese Relation, die wir davor hatten, aber sollte er sich darüber halten, dann ist das doch schon mal eine tolle Sache. Und wenn er korrigiert und bleibt über diesem Volumen und macht hier vielleicht so einen Umkehrstab hier oben nach ein, zwei Tagen, dann würde ich hier unten sagen, ja, okay, steige ich ein, habe ich ein bisschen Luft. Und wenn er ausbricht und er macht wirklich seine zwei, drei Tage, was ja immer schwer ist, weil er meistens wieder dreht, dann habe ich ja schon mal eine Möglichkeit, eine Aktie bei mir im Ziel, im ersten Teilverkauf oder einen Stop relativ zügig nachzuziehen. Handle ich hier oben den Ausbruch, werde ich das immer kaum haben, dann werde ich am Target meistens nicht gefüllt und habe dann den Rücklauf. Das heißt, entweder bleibt er da oben, sollte er die nächsten zwei Tage sofort hier runtersacken, ja, dass er hier drin schließt, dann wird er wahrscheinlich zum nächsten Volumen hoch auflaufen. Das ist vom 11. Mai, das ist schon ein bisschen her. Da könnte er kurz eine Pause machen und wenn er das nicht packt, dann läuft er wahrscheinlich hier runter zu diesem erhöhten Volumen hier unten und hält sich dann hier unten auf. Ja, was dann dazu führen würde, dass der 20er Durchschnitt, letztendlich wisst ihr es alle, wahrscheinlich diesen macht und dann sehen wir uns hier unten wieder. Ja, und was dann unten passiert, das hängt dann halt von den Kerzen ab und schwierig ist es halt reinzukommen, wenn so eine Volatilität da ist. Ja, wer will hier oben noch einsteigen, wenn hier schon die Messe gelesen ist? Ja. Also eigentlich nicht so positiv für den Amerikaner. Sie sehen gut aus, die Indizes, aber mir ist das Risiko jetzt da zu hoch. Ich kann nicht aus der Korrektur handeln, wenn ich etwas mache, reduzierte Positionsgröße auf jeden Fall. TecDAX, der war ja gar nicht so gut vor ein, zwei Monaten noch. Ungefähr hat sich jetzt angeschlichen, so wie die Nasdaq und nach oben. Ich habe auch gesagt, okay, von hier unten nehme ich ihn nicht. Ja, jetzt hier oben ist er angekommen, super, am Widerstand. Das heißt, wir kegeln uns hier einen aus hier oben.
Und was fällt auf? Wir haben erhöhtes Volumen hier vor dem Abverkauf, ne, an dem Tag, das erhöhtes Volumen. Bis dahin laufen wir ran, dippen kurz drüber und schließen wieder drunter. Ja. Heute haben wir drüber eröffnet, war eigentlich sehr positiv, hat aber dann gar nicht gehalten. Er rauscht runter unter dieses erhöhte Volumen von dem unten 18. Juni und schließt drunter. So, was bleibt jetzt weiter? Also die nächsten Stops von den Anlegern liegen wahrscheinlich hier in so einem Umkehrstart. Das ist ja der Klassiker. Ich rechne damit, dass wenn die Nasdaq heute nicht so stark bleibt, dann werden wir das wahrscheinlich hier unten kappen. Dann kommt Dynamik rein und dann wird der Markt höchstwahrscheinlich bis zum nächsten Volumen hoch wieder ranlaufen an die Unterstützung. Vielleicht mit einem kurzen Zwischenstopp am 20er, um dann weiter runterzulaufen bis 3400. In der Zeit, in 2, 3 Tagen, kommt dann das Bollinger Band ran, sodass wir dann mehr Klarheit haben. Gehe ich hier oben long? Nö. Also ja, hier würde ich vielleicht noch etwas wagen, aber dann auch mit engen Stops und Targets. Ihr seht, da ist nicht viel zu holen. Also ich musste mich erst da durchboxen. Ja, was wäre die Alternative gewesen? Ja klar, lass ihn laufen. Ja. Wenn ich hier einsteige, bin ich vorher drin. Egal was passiert, kann ich dann schon mein Ziel realisieren wahrscheinlich. Wenn ich jetzt hier oben anfange zu screenen, dann habe ich im Endeffekt keine Wahl. Dann muss ich auf den Rücklauf warten und dann bin ich auf der etwas besseren Seite, weil ich dann schon vor dem Hoch meine Teilziele realisieren kann. TecDAX also auch nicht dufte. Ich habe noch nichts Duftes gefunden. Sehen alle gesund aus, machen alle ihren Aufwärtstrend. Das ist ohne Frage. Aber muss ich da jetzt nach Aktien suchen? Ja, nein. Jetzt haben wir den Welt-ETF. Das ist so die Benchmark, ne? Ich vergleiche die Indizes mit dem Welt-ETF. Dann immer, wenn es ein Index besser ist als der Welt-ETF, dann lohnt es sich ja dort nur nach Aktien zu suchen. Wenn ich aber sowieso nur die Benchmark nehmen kann, wenn dann der Index nicht passt und nicht besser läuft, dann könnte ich mir auch die Arbeit ersparen und gleich in so einen Welt-ETF investieren. Ihr seht, der hat eine Monatsperformance von 3%, die Wochenperformance ist seitwärts. Der TechDAX sieht genauso aus, der S&P ist 1% besser, der Russell ist 2% besser, Nasdaq auch. Brent hat da, ich weiß jetzt mehr, 11% gemacht, ja, da lohnt sich dann das schon. Ja, als wenn ich jetzt hier unten unterwegs bin, was schwächer ist und man sieht es auch an der Reihenfolge, die Welt ist halt dann die Benchmark und alles, was drunter ist, macht dann halt so unter normalen Bedingungen eigentlich gar keinen Spaß mehr. Und ihr seht, so viel Prozent habe ich auch nicht gemacht. Und wenn ich ganz falsch bin im Gold, was eine Zeit lang sehr gut war, aber mega abgerutscht ist, dann habe ich halt auch, sage ich mal, eine negative Performance. Deswegen macht das schon Sinn, immer zu schauen, was ist besser. Hier oben, da hat man gute Chancen, dass man halt nicht gleich unter die Räder kommt. Bei so einem Gap kann man nicht viel machen. Das passiert. Schauen wir uns aber erstmal den CDAX nochmal an. Das ist ein Konglomerat von 600 Aktien ungefähr, mit einer leichten Gewichtung auf jeden Fall in diesem Index. Der sieht nun auch nicht so klasse aus. Ja. Hab hier das erhöhte Volumen, das sehen wir hier, auch wieder am Hoch, ja, einer Umkehr. So, da liegt das drauf. Und wenn ich jetzt diesen Abverkauf sehe und das als positiv sehe, ne, er dreht, und zwar genau dort, wo dieses hohe Volumen vom 27. Mai liegt, wenn man das sieht, das kann man ja klar erkennen. Und dann dippt der kurz drunter und eröffnet im Endeffekt vorher genau auf diesem Niveau. So. Dann haben wir da eine mega, sage ich mal, Performance hingelegt an einem Tag. Das ist schön. Ich müsste aber dann erst mal nach dieser Reaktion entscheiden, gehe ich da rein. Dann habe ich einen Umkehrstab und wenn ich jetzt hier screene, habe ich den Rest übrig. Werde ich nicht viel gemacht haben, also habe ich den DAX im Endeffekt links liegen lassen. War auch nicht das Schlechteste. Ja, der DAX sieht genauso aus. Das ist in dem Fall die Kasse. Das, was im Anfang aufgeholt wurde, stark, ist wieder korrigiert worden. Auch hier haben wir das Volumen extrem hoch. Das heißt, dort oben haben Leute verkauft, aber auf der anderen Seite stehen natürlich auch immer Käufer. Und die Käufer hier oben, die sind jetzt alle im Minus. Ja, das werden wahrscheinlich wieder die Kleinen sein, die sagen, oh, wahrscheinlich hier eingestiegen, oh, runter.
dann hier ausgestoppt. Und in der Phase sind alle anderen, die, sage ich mal, schlauer sind und mit ihrem Volumina Märkte bewegen und das auch aushalten können, hier eingestiegen. Ja, der Markt geht relativ schnell nach oben. Man versucht hier, ja, ich will unbedingt rein, das kann ich verstehen. Aber man muss sehen, wie krass diese Volatilität ist im Gegensatz zu den anderen Tagen. Und wenn das halt an einem Tag durchrennt und man nicht intraday handelt, dann macht es oft keinen Sinn, einfach hier drauf zu springen. Wenn jemand das nicht aushält, sage ich auch immer wieder zu meinen Coaches, dann wenigstens den Gedanken einschalten und sagen, na ja, das Risiko ist hier höher. Und wenn ich einen Trade mache, dann nimmt bitte die Positionsgröße zurück. Ich weiß nicht, wie mir holt mich da. Oder das Initialrisiko. Ja, vielleicht lohnt sich so ein Trade dann auch überhaupt nicht und man lässt es einfach sein. Ne? Traden ist auch Geduld im Intraday-Handel wie auch im End-of-Day-Handel. So, also beim DAX halte ich also auch nicht viel. Schauen wir den Future an. Ja, da sehen wir auch, was er gemacht hat. Hat auch schön reagiert, war kurz drüber über diesen Umkehrstab, ja, auch über dem 20er. Und ist alles wieder abgerauscht, was letztendlich aufgebaut wurde. Und wahrscheinlich werden wir hier unten einen Boden finden, was gut wäre, weil das Volumen da erhöht ist. Und man sieht auch, hier war die Eröffnung auf dem Punkt drunter und wieder drüber, weit drüber geschlossen. Ja, mal sehen, ob das jetzt hier hält. Das wird ein interessanter Punkt bei 15.400. Gehen wir da drunter, dann müssen wir uns natürlich die nächste Etage angucken. Das seht ihr auch. Ja. Wo ist das nächste Volumen hoch, was unter uns liegt? Ja, da haben wir hier so eine schöne Kerze. Da sehe ich ein erhöhtes Volumen hier unten. Da war der Umkehrpunkt. Ja. Läuft der da drunter? Da war das Volumen erhöht. Und hier war das Volumen erhöht. Ja, bei 14.800, wenn ich das richtig sehe. Hier haben wir jeweils einen Umkehrpunkt. Ja, der Markt ging runter und hat dann wieder nach oben gedreht. Das hat er hier auch gemacht, auch an einem Tag sogar. Also da hat man selber als Privatanleger kaum eine Chance, wenn man nicht den ganzen Tag vorm Rechner sitzt. Das meine ich nicht. Hier war auch der Umkehrpunkt auf Tagesbasis relativ schnell. Also kaum eine Möglichkeit, Performance abzugreifen, weil diese Volatilität halt so hoch ist. Ne? Und das spielt sich halt immer mehr an ab, auch wenn die Märkte halt, sage ich mal, nicht offen sind für den Otto-Normalverbraucher, der Aktien an der Börse kauft. Ne? Das wird halt immer schwieriger. So, screen ich jetzt hier long? Nee, weil der Markt wird wahrscheinlich, die Kerze wird sich nicht groß verändern. Ich brauche ja, wisst ihr ja, eine stärkere Situation, das heißt hier ein Umkehrstab oder ein Powerbar und möglichst mit dem hohen Volumen unter mir, ja, sage ich immer. Also heißt es da auch abwarten. Also man muss nicht immer etwas machen. So, Eurostoxx, den finde ich auch mega langweilig. Sieht natürlich genauso aus, da brauche ich gar nichts zu sagen. Dann haben wir hier noch eine andere Art von Russell. Den fand ich noch ganz interessant, und zwar ist das Russell Value. Da sieht man, der andere Russell, der hatte natürlich noch so Widerstandssituationen. Und der war halt interessant, der lief drüber, kam runter. Und dann hat hier in dem Bereich, wäre ein Screening okay. Ja, wenn man da gescreent hat, wurde man nicht eingestoppt, weil die Hochs nicht letztendlich von den Aktien erreicht wurden, höchstwahrscheinlich. Der Markt ging dann halt einfach runter. Man hat schadlos letztendlich gescreent, vielleicht Orders reingelegt, wurde aber nicht abgeholt. Warum war das schwierig in der Situation da oben? Anders zu beurteilen, weil die anderen US-Märkte letztendlich nicht so positiv aussahen. Ne? Die waren da noch vor ihren Widerständen. Deshalb habe ich für mich selbst gesagt, in der Gruppe gesagt, auch hier die Positionsgröße zu reduzieren, solange die Märkte völlig anders aussehen. Ne? Wenn ihr das mal habt, dass ein Index irgendwie total positiv aussieht und die anderen aus demselben Land sehen irgendwie doch nicht so toll aus, dann macht euch wirklich eine Platte. Das sind manchmal die Gewichtungen, die da drin sind, in so einem Russell Value zum Beispiel. Da ist zum Beispiel so eine GameStop drin, ja, und dann noch so eine andere Aktie, die auch so gepusht wurde, AMC zum Beispiel. Und wenn die da mit drin sind und eine hohe Gewichtung haben und ganz weit vorne liegen aufgrund der exorbitanten Wertsteigerung, auch eine höhere Kapitalisierung haben, dann beeinflusst das natürlich auch so ein ETF. Und sowas könnte genau hier so ein Move ausgelöst haben. Ja, da auch mal ein bisschen vorsichtig sein, nachdenken und sagen, okay, wenn ich den Trade jetzt hier mache, habe ich dann für eine Möglichkeit. Ja, auch hier war es ein Gap, wir haben hier einen Schlusskurs, hier einen Eröffnungskurs und dann war hier das Signal. Und dann muss ich mich entscheiden, okay, was habe ich denn noch als Potenzial? Der Kurs schließt über diesen
Volumen hoch, so ein bisschen. Da habe ich noch Potenzial, dass der Markt eventuell bis zum 20er ranläuft. Muss ich schneller mit den Targets sein und die Restposition dann laufen lassen. Ja. Also Russell sehe ich für gut an. Aus dem Nebenwertebereich amerikanische Aktien, ja. Die ganze Situation zwischen amerikanischen Indizes untereinander. Schauen wir nochmal auf den Dow mit reduzierten Positionen natürlich. Im Dow sehen wir natürlich was Krasses letztendlich. Schauen wir mal auf die Volumina, auch nicht schlecht. Da oben am Hoch sehen wir dort das hohe Volumen. Hier ein erhöhtes Volumen und hier unten. So, wo befinden wir uns jetzt? Genau in der Mitte drin. Und heute sehen wir schon einen kleinen Umkehrstab. Hier dieses Potenzial, was, wenn man jetzt hier einen Dow nehmen würde, da sehe ich schon, der 20er kommt nach unten. Dass der bis nach oben läuft, ja, hätte passieren können. Habe ich eher negativ gewichtet gesehen, den Dow. Anders als beim Russell, den fand ich irgendwie noch besser. Habe ich aber generell gegen mich stehen. So, und dann ist halt die Frage, wie viel nehme ich denn vom Russell Trade? Eine Aktie aus dem Russell oder lass es sein. Ne? Also einfach mal gegenüberstellen. Könnte man sich auf einen Zettel doch schreiben, macht ein Plus und Minus hinter. Wenn man nachher 5 Indizes angeschaut hat aus dem Land, Deutschland ist es SDAX, TecDAX und so weiter, dann kann ich halt sehen, sind alle positiv oder habe ich jetzt 4 gegen mich? Dann muss ich ja nicht diesen einen unbedingt reiten und dann auf jeden Fall einen Blick auf die Branche werfen, dass ich da nicht völlig schief liege. Ne? Euro, US-Dollar interessiert mich eigentlich nicht so, weil ich Währung nicht handel. Gold. Ja. Gold Xetra in dem Fall sieht ja ungefähr genauso aus wie der Gold Future. Das ist aber eine börsengehandelte Aktie letztendlich. Ja, Gold hat krass einen Gap hingelegt. Das ist super negativ hier. Das haben wir hier gekennzeichnet. Hier der das Tief und hier der Eröffnungskurs. Schon eine gewaltige Lücke. Und dann auch noch an dem Tag nochmal richtig schön abverkauft bei erhöhtem Volumen. Das ist jetzt da unten. So, das können wir mal kennzeichnen. Da haben wir das erhöhte Volumen natürlich auch am Gap. Das heißt, hier wird auf jeden Fall Gap und erhöhtes Volumen, wenn der Kurs jetzt hier hochläuft, da wird es auf jeden Fall zu einer Verzögerung kommen. Dann wird der 20er auch noch runterkommen, dann haben wir einen kumulativen Punkt hier. Dann haben wir das Gap hoch, wenn es geschlossen wird. Wird ja nicht immer geschlossen. Also es dient einfach nur als Unterstützungsbereich oder Widerstandsbereich, je nachdem, in welche Richtung ich handeln möchte. Das sieht im Moment nicht so gut aus, zumal wir ja hier unten auch nicht wirklich aufkommende Stärke haben. Ja, also sieht immer gut aus, aber letztendlich die Tage sind hier alle schwarz. Hier immer so ein Dodgy. Ja, es geht nicht runter, aber es geht auch nicht wirklich hoch. Was erwarte ich? Was würde ich gut finden? Gut würde ich finden, wenn der Markt runterdippt, hier so einen Unterkehrstab macht, hohes Volumen generiert an so einem Umkehrstab in so einer extremen Situation. Vielleicht geht er auch noch 2, 3 Tage raus, macht einen Umkehrstab weiter unten, weil wenn er das verlässt, diese Unterstützung, wo ist das nächste Gebiet, wo er eintauchen kann? Dafür müssen wir uns das Volumen anschauen. Das interessiert nicht, weil es ist über uns. Da wundert es auch nicht, dass hier ein Gap entsteht, wenn hier so ein hohes Volumen ist und der Kurs drunter läuft. Schauen wir weiter nach links. Auch nicht interessant. Da sind wir auch schon drüber hinweggelaufen. Oder es wird da nicht ein bisschen weiter. Haben wir noch mal ein bisschen was schöneres Volumen. Ne? Weiter unten. Ja. Das ist sehr weit unten. Hier haben wir ein bisschen Volumen. Also würde ich sagen, hier bei 46,90. Das sind noch ein paar Prozente, die man in der Luft hätte, wenn der Markt hier keine Stärke zeigt. Zeigt der Stärke? Hohes Volumen und was Positives. Man kann hier unten sich dann vielleicht Goldwerte aussuchen oder Xetra Gold ist ja selber auch handelbar. Natürlich nicht mit so viel Prozenten wie eine Aktie. Dann den Weg wieder nach oben zu machen. Wichtig, dass ihr das jetzt hier hält, auf jeden Fall. Und vielleicht noch ein paar Stops hier rauskegeln, die jetzt hier irgendwie mal eingestiegen sind. Mal gucken, was hier passiert. Das ist spannend. SDAX. War auch ein Highflyer gewesen die Zeit. Und hier kann man sehr, sehr gut sehen, was passiert ist, wenn man hier oben den Helden versucht hat zu spielen. Ja, da weiß man es ja noch nicht. Aber hier weiß man es spätestens und hier auch. Ja, Ausbruch, Abverkauf, zack, zack, relativ schnell runter. Und die Volumenbereiche hier, ne, den sieht man ja, der ist vom
27. Mai. Ja, hier wurde halt nicht ein direkter Umkehrpunkt gesetzt, sondern es war so mittendrin in der Bewegung. Sieht man, der Markt geht nochmal ran an diese Zone, dreht nochmal, versucht nochmal zu drehen. Und hier auch, hier hält dieser Bereich noch, gibt nochmal einen Umkehrstab, aber dann an dem Tag ist halt vorbei und rutscht gleich durch bis zum nächsten Volumenbereich. Der ist hier bei 15.900 ungefähr. Nicht so ein extrem hohes Volumen, aber über dem Durchschnitt. In Aktien sind die Volumina viel, viel höher und die Unterschiede als in diesen Indizes. Und hier, dieser Bereich muss jetzt halten. Und wir sehen, heute hat er das wirklich wieder genau angelaufen, den Bereich, diese Unterstützungszone. Schließt er da drunter, ja, dann weiß ich schon ungefähr, wo wir uns wiedersehen. Wahrscheinlich bei 15.475. Und ja, dann haben wir im Endeffekt, wo ist hier das nächste? Ja, auch da wieder, ne? Mehrere erhöhtes Volumen. Dort an dieser Kerze passt genau in diesen Bereich hinein. Und das ist also schon eher was etwas Negatives. Zumal wir das untere Bollinger Band dann wirklich hier auch per Schlusskurs genommen haben, was ja immer das Gleiche ist. Der Markt wird schwächer, wenn das untere Bollinger Band per Close, sag ich mal, anläuft. Ja, das sieht man hier zum Beispiel. Das ist ja immer das Gleiche. Hier haben wir sowas auch. Da ist er drunter gewesen. Davor hat er schon angedeutet. Dann läuft der Markt hoch bis zum 20er, der dreht, dann wird es halt ein bisschen schwächer, dann wird vielleicht das Volumen höher und der Markt geht zurück. Ja, was dann ist, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob er dann weiter runter geht. Aber die Situationen sind immer die gleichen. Es sieht immer gleich aus. Und man kann sich da nur positionieren. Stärke habe ich nicht. Wenn ich long gehen will, brauche ich das. Wenn ich short gehen will, dann brauche ich im Endeffekt diesen Close und einen Rücklauf hier in dem Bereich und dann eine schwache Kerze, um dann short zu gehen. Dafür stehen aber die Gesamtwerte alle noch zu sehr auf Long. Ja, da kann ich nicht von längerfristigen Short Trades ausgehen. Das wäre jetzt Harakiri. Ja. Gold hatten wir schon. Das ist ja der amerikanische, der IAU. Der ist nicht so spannend. Den hatten wir schon. Jetzt noch Silber. Silber. Auch eigentlich hat sich's ganz gut gemacht. Ja, jetzt haben wir auch wieder so ein mega Gewack in diesen Rohstoffen. Alle Rohstoffe sind ja da ein bisschen unter die Räder gekommen mit der Fettsitzung. Dieses Gap lastet jetzt natürlich auch auf uns. Ja, diese Kurslücke zwischen dem Hoch und dem Tief. Und in dem Fall muss das erstmal überwunden werden. Und zwar in zwei Etagen. Erstmal, wenn der Markt hier unten hochkommt, da muss er durch. Und wenn er dann da drin ist, muss er da nochmal durch. So, und wenn ich mir das Volumen anschaue, das ist jetzt nicht so hoch wie da links, also wie hier. Aber das Volumen ist hier zum Beispiel natürlich an dem Rand auch sehr hoch. Das heißt, das ist ein kumulativer Punkt. Das wird schwierig. Und hier unten auch. Beim Gap sehe ich immer beide Punkte richtig. Das heißt, hier muss er erstmal drüber. Jetzt haben wir hier eine Wochenunterstützung, aber wir haben noch keine Stärke gesehen. Also es sind ja schwarze Kerzen. Ich will eine weiße Kerze sehen. Ich weiß, ich wiederhole mich. Das ist jetzt auch nichts Neues. Und natürlich beobachte ich immer, was ist Underperformer und Outperformer. Der Markt performt im Moment schlechter als der Welt-ETF zum Beispiel. Das ist auch nochmal ein Kriterium, was damit reinfließt, sodass ich hier unten eigentlich gar nicht da rumfische. Was will ich hier sehen, damit Silber und Gold interessant wird? Eigentlich ein Abverkauf mit extrem hohem Volumen, damit da mal die Ängstlichen rauskommen und dort wieder Boden gefunden wird. Ja. Wahrscheinlich ist, der Markt läuft hoch und dreht hier wieder ab in die südliche Richtung. Oder er geht halt relativ schnell bergab und hat generiert hohes Volumen, wo dann wieder hohes Volumen ist, gewesen ist schon mal. Das ist aber weit oben. Hier unten haben wir im Endeffekt nichts bis auf diese Kerze. Das ist aber nicht so hoch, aber da sind wir bei 22,72 beim Silber, in dem Fall dem ETF. Da, bis dahin kann es gehen. Da hätten wir wieder eine Wochenunterstützung, die uns auffängt. Und dann sieht man mal. Ja. Das sehe ich so für diese ETFs. Die entsprechenden Indizes. Wenn ich mir die Branchen, ihr könnt gerne schon eine Aktie reinschreiben, wenn ihr wollt, weil wir haben jetzt noch eine Viertelstunde.
Schau nochmal auf die US-Sektoren einfach mal. Jetzt nicht erschrecken, ich habe hier Trends mit drin. Das heißt, wir haben bei uns in der Gruppe das erweitert um Dinge wie Wasser, alternde Gesellschaft, Gesundheit, Durchbruch, künstliche Intelligenz, Logistik, Digitalisierung und sowas alles. Im Gegensatz zu den hergebrachten Branchen und stellen das gegenüber. Und dann kann man halt relativ gut sehen, ja, das sind die Branchen, die im Moment gut laufen. Und hier unten, also je mehr rot leuchtet, desto döver ist es. Man sieht halt, okay, wenn ich jetzt hier unterwegs bin, Blockchain, dann war ich da vielleicht mit den Unternehmen jetzt nicht so erfolgreich. Oder Home and Construction war auch nicht der Brenner, war eine Zeit lang gut, sieht aber nicht so aus, gut aus. Regionalbanken auch nicht. Bin ich dann hier unterwegs und habe vielleicht Software gehabt, dann habe ich da mehr Spaß gehabt. Oder zum Beispiel, was auch oben steht, Öl Service, ja, sieht auch gut aus, hat jetzt auch diesen Ausbruch gemacht. Das heißt, das ist Equipment, Ausrüstungsgegenstände, kommt in diesen Bereich zurück. Wir haben hier ein erhöhtes Volumen in dieser Branche. Und hier setzt er auf und macht so eine Art Umkehrsignal. Das heißt, hier würde ich dann halt nach Ölaktien screenen und mal schauen, ob man da einen Wert findet. Ja. Man muss aber dran denken, der Rohstoff selbst, ja, das ist jetzt genau so ein Fall, der ist ja in der Korrektur. Ne? Das sieht ja, also jetzt markttechnisch gesprochen, wie gesagt, das interessiert mich nur sekundär, bin eher so Volatilität und Korrektur. Aber ob da ein Trend ist, interessiert mich eigentlich nicht so. Also hier ist der Anstieg und die Richtung, die ich handeln will, das ist halt die korrektive Bewegung. So. Und wenn ich das jetzt mal anschaue mit dem Rohstoff, ja, im Marktklima, dem Öl, dann ist der schon ein bisschen weiter. Da sieht das anders aus. Ne? Da haben wir ja hier den Anstieg und die rote Linie fehlt. Das heißt, wenn jetzt der Rohstoff anfängt zu korrigieren, was passiert denn mit meinen eventuell gekauften oder noch Positionen aufzunehmenden Ölaktien, die schon in der Korrektur sind, wenn jetzt das Öl anfängt zu korrigieren? Genau, die werden wahrscheinlich dann weiter fallen, sodass ich eventuell glücklicherweise keinen Trade bekomme oder aber meine bestehenden Aktien werden sofort wieder ausgestoppt. Also das ist eine Situation, die halt nicht optimal ist, würde für mich bedeuten, okay, vielleicht kaufen die trotzdem, aufgrund dessen, dass der Ölpreis in der Länge schon stark gestiegen ist, trotzdem Ölequipment ein. Aber wie kann ich das regeln in dem Fall? Na logisch, ich nehme meine Positionsgröße zurück. Ja, das wäre so ein Fall. Wäre jetzt der Ölpreis genauso, aus der Korrektur und alles würde so ähnlich aussehen, dann würde ich sagen, nö, du kannst ja die volle Positionsgröße nehmen, das korreliert ja dann. Ja, aber so muss man sich halt immer fragen, ob das dann so sinnvoll ist. Okay, also ihr könnt jetzt gerne eine Aktie reinschreiben. Ansonsten schaue ich mir eine. Ich weiß, dass ich bei einem Webinar gezeigt hatte, die Harmony Gold Aktie. Da war Gold okay und die hat extrem abgenommen, hat aber keine Stärke aufgebaut, sodass ich da überhaupt nicht in die Position kam. Schaue ich mal rein, ob ich die jetzt hier finde. So, Screener OS nehmen. Das mal hier rausnehmen. Ja, da, was interessiert. Macht da nicht, jetzt nicht alle raus. Okay, das ist jetzt der Screener. Doch, hat er doch rausgenommen. Okay. Dann füge ich mal einen hinzu, die Harmony Gold, damit wir uns die mal anschauen. Ganz spannend, dass man auch wirklich abwarten muss und nicht vorgreifen. Auch wenn eine Analyse stimmt, ja, oder stimmig ist und der Goldindex super läuft, sieht man hier in der Aktie bei Harmony Gold, dass die schon seit ein paar Tagen im Endeffekt Richtung Süden fährt. Ja. Ja, hier war die Analyse. Zack, der Markt soll jetzt zurückkommen und hier ungefähr drehen. Wir haben keine Stärke, auch noch keine Stärke. Jetzt kommt Stärke. Natürlich bin ich dann spät drin. Wenn ich die Aktie kaufen, den Order reinlege, komme ich nicht zum Zug, weil am nächsten Tag gibt es einen Gap nach unten. Also ist schadlos. So, dann fährt er bis hier unten, dann bekomme ich Stärke. Super, bin aber noch nicht über das erhöhte Volumen und befinde mich in einem Gap. Ja, dann sitze ich an dieser Gap-Kante im Endeffekt scheiter.
und wieder eine Etage tiefer rutsche, dann komme ich am 50er Durchschnitt an, da habe ich so einen Umkehrstab, aber der ist halt nicht weiß, sondern relativ schwach. So, habe auch das erhöhte Volumen über mir. Was passiert am nächsten Tag? Gap nach unten, zack, wieder eine Etage tiefer. So, dann musst du mal schauen, wird die Chance größer, hier unten irgendwie mal am Boden etwas zu fischen? Denn wir sprechen ja von einer Korrektur im Hoch jetzt schon von satten fast 20%. So, dann kam die Aktie hier runter, hat Stärke gezeigt, dachte mir, okay, 200er läuft genau da drüber, ist auch nicht so toll. Ne? Also wenn, trade bis da oben, ja, die reduzierte Positionsgröße war aber egal, weil meine Order ist nicht abgeholt worden, sondern im Endeffekt wieder auf diese Position gerutscht. So, wieder eine Etage tiefer, nächste Situation, wo das Volumen hoch ist, angekommen, kurz mal getestet, runter, nochmal drunter. So, und jetzt hängen wir hier drin und müssen im Endeffekt schauen, es gab einen Tag, da war das Volumen hoch hier, an dem Tag, und die Aktie ist schon weit nicht mehr im normalen Modus Long, den ich jetzt handeln kann, weil dann möchte ich ja im Endeffekt auch, sag mal, dass der 20er noch steigt, das wäre sehr positiv, oder der Kurs wenigstens nicht am unteren Bollinger Band rumhängt, um mich noch mehr in, sagen wir mal, Schwierigkeiten bringt. So, jetzt haben wir immer noch keine Stärke, ja, sind wieder dieses Volumen drunter geschlossen, genau auf diesem Niveau geschlossen und wieder mit einem Gap nach unten weggerauscht. Jetzt liegen wir schon bei einem Kursverlust in der Harmony Gold, so viel hat Gold nicht verloren, bei 30%. Das ist Hammer. Ja. So, und auf was würde ich jetzt bei der Aktie warten? Das heißt aber nicht, dass ich die jetzt sofort kaufe, sondern, das wisst ihr selber, wo ist der nächste Bereich, wo kann sie auf sich, sag ich mal, letztendlich aufsetzen? So, und wo ist das Volumen erhöht? Wo haben wir da Bereiche, wo das Volumen erhöht ist? Das ist hier so ein bisschen. Das ist hier. Das sieht man auch, wenn man das zusammenskaliert. Da müsste jetzt nicht genau auf dem Punkt sein. Und ist das jetzt unterhalb unseres Kurses? Ja, das ist einmal, also genau der Bereich. Das ist schon etwas höher. Da sind wir schon drunter gerauscht. Und hier sind wir auch schon drunter. Das heißt, das haben wir gegen uns. Und wo kommt doch hier richtig nochmal Musik rein? Da haben wir hier unten ein Gap. Also das muss nicht mal halten. Ja, wir haben ja auch ein Gap. Ja, alle, die da mal gekauft haben, das war ein Aufwärtsgap. Man sieht das hier ganz gut. So, wenn er nicht da aufsetzen und irgendwie Stärke bringen, könnte man kurzfristig Gegentrade versuchen mit engen Stops und so weiter, niedriger Position Size. Das wäre dann so den möglichen Punkt 1 abgreifen, wo der Markttechniker noch nicht mal dran denkt, long zu gehen. Das ist aber das Risiko manchmal wert. Aber wichtig ist hohes Volumen. Ja? Also ich brauche dann auch ein Zeichen, dass dort mal abgegrast wurde und die Ängstlichen mal rausgekegelt wurden. Aber ich finde den halt mega spannend, weil der schon wirklich tagelang hier runter federt und kein Halten mehr kennt. Und sollte der Goldchart sich beruhigen, dann glaube ich, finden die Anleger, ich stecke jetzt nicht so doll drin in dem, was die Aktie macht, außer Goldschürfen, vielleicht ein paar Diamanten, könnte das etwas sein. Also selbst so eine Analyse fehlt natürlich, aber man muss seiner Strategie dann treu bleiben und auch auf Stärke warten, ja, und nicht einfach reinjumpen. Okay, dann wäre ich soweit durch. Wenn ihr nicht jetzt noch eine Aktie in die Frage hineinstellt, weil ich glaube, es ist jetzt 18.54 Uhr. Noch habt ihr eine Chance, dass ich auf eure Aktie aufschaue und die hier eingebe. Und ich schaue mal noch mal kurz auf den Nasdaq. Habt ihr sich schon beruhigt? Nö. Hat sich nicht beruhigt. Ist immer noch schwarz. Also Eröffnungskurs ist höher als der Schlusskurs. S&P 500. Plug Power. Ah, Christine sagt Plug Power. Okay, Plug Power. Holen wir Plug Power. Ich habe es immer noch nicht auswendig gelernt. Und Name, da, heißt Plug, ja, kann man sich ja nicht schon merken. So, ha, hat sich ja einiges getan. Die dunkelgrünen Pfeile eröffnen immer die Möglichkeit eines Gegentrades bei mir, ist aber nur ein Hinweis, dass sich da etwas tut. Ja, trotzdem muss ich immer drauf gucken und sagen, ist dann die Volumensituation da oder nicht.
Hier sieht man, war das Volumen extrem hoch, aber auch extrem von 18 gleich mal auf 23 durchgestartet. Da hat der Kurs kein Tief mehr gesehen. Läuft jetzt hier oben ran. Und ihr seht die Einstiegspfeile hier bei mir als Hinweis, dass das okay ist. Man hat natürlich diesen Widerstand hier oben gegen sich. Und da müsst ihr halt schauen, wenn ihr jetzt drin seid in der Aktie, wo liegt dieser Widerstand? Und dann muss man wieder nach Volumen schauen. Einmal sieht man hier den normalen Widerstand, der aus der Woche herauskommt. Ja, also hier war schon mal was Widerstandmäßiges. Da sieht man diese zwei Punkte. Es ist nicht ganz so groß der Widerstand, aber jetzt wird es interessant. Schauen, ob das Volumen hoch war. Und das haben wir hier an dem Tag extrem. Das ist hier unten. Da liegen wir jetzt genau drauf und das Volumen steigt da auch wieder an und der Kurs schwächelt hier so ein bisschen. Ist noch über dem 200, das ist super. Wenn ich drin wäre, würde ich drin bleiben, auf jeden Fall. Hätte wahrscheinlich, wenn ich hier eingestiegen wäre, einen Teilverkauf hier oben gesetzt, ja, kurz vor von diesem Volumenwiderstand. Durch diese starke Kerze, die ja letztendlich weiß ist, ja, ich nehme mal diesen Volumenhinweis, der leuchtet dann orange raus, wird der Kurs vielleicht hier drin bleiben, sollte auf jeden Fall, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, hier über den Tief der Kerze bleiben, um sich dann auch weiterhin hoch nach oben festzusetzen. Ja, also wenn ich jetzt noch nicht drin wäre, würde ich jetzt nicht kaufen, sondern würde dann warten, bis er wieder runterkommt und in dem Bereich dann wieder anfängt, Stärke zu zeigen, ihr wisst, Umkehrstab und so weiter. Wenn man hier unten ist, ist logisch, dann ist man auch unterm 200er, das ist dann nicht so angenehm. Muss man abkönnen, positives 20er ist über ein 50er, korrigiert meistens dann wieder in diese Zone hinein und dann kann man das auch probieren, weil man hat ja bis zum Widerstand, sage ich immer, fast 10%, dann kann man das machen, hat man in dem Fall. Also da kann man auch mal so ein Trade machen für 2, 3 Tage. Und die hat ja auch eine Dynamik. Wenn der jetzt hier durchgeht, dann macht das bestimmt mit viel Schmackes, weil das Volumen ja auch dann hoch ist. Dann bin ich kein Ausbruchstrader, ihr wisst es, weil dann kann nämlich das passieren, dass er hier oben wieder bei 38 abdreht, also das macht. Zack, kommt wieder zurück. Das heißt, ich warte dann, bis er wieder korrigiert. Das ist halt einfach Gesetz bei mir. Also ich will halt, sag ich mal, möglichst risikoärmer reinkommen. Und das heißt, der Kurs sollte möglichst nahe am Volumen sein. Und zwar das hohe Volumen unter mir, wenn ich long bin. Ja. So, habe ich Plug mal für die Christine analysiert. Ja, dann sind wir soweit durch. Danke. Ja, Christine sagt, sie ist drin. Da wünsche ich dir viel Glück. Die Frage ist immer, wo man drin ist. Wenn man da oben drin war, dann ist man nicht so glücklich. Das weiß ich. Kann auch passieren. Sollte nicht so sein, wenn man es als Investor sieht. Dann hat man natürlich andere Kriterien. Wenn man das mit einer Trading-Strategie verbindet, dann ist es gut. Und man muss auch dem Markt ein bisschen Platz geben. Ja, also man trade ein bisschen Platz geben. Wichtig ist, sich an seinem Regelwerk zu halten und zu schauen, wo der Kurs hingehen kann und wie du mit dieser Situation umgehst, wenn das der Fall ist. Ne? Also wenn er hier hochgeht bei 38, dann zu sehen, na, was macht er denn hier? Ist er eher dynamisch? Wird das Volumen da oben hoch? Wenn das Volumen hier oben hoch ist, dann sagen ja viele, hey, es war super, der Ausbruch war toll. Ich sehe es umgekehrt. Hier oben haben irgendwelche Leute verkauft und ich weiß nicht, ob die anderen noch bereit sind, dann noch zu kaufen. Ne? Deshalb einfach mal schauen, wenn der Markt, wie der Markt in diesen Situationen reagiert. Das kann man ja auch mit jeder anderen Chartsoftware machen. Bei GinaTrader ist schon eine Waffe dafür, wenn man die so toll einrichten kann, dass er hilft. Ja, dann wünsche ich euch viel Erfolg. Und hoffe, dass ihr im August wieder mit dabei seid, wenn es dann wieder heißt, wir suchen nach den Perlen. Sehr schön. Vielen, vielen Dank, Carsten. Ja, ich fand es wieder ein spannendes Webinar heute. Wünsche dir an der Stelle einen schönen Urlaub und freue mich schon, wenn wir dann hier im August dann weitermachen können. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, müsste das der 25. sein. Und natürlich ein Riesendankeschön an alle Teilnehmer. Wünsche noch eine erfolgreiche
Handelswoche und falls Sie heute Abend Fußball gucken, natürlich viel Spaß. Auf jeden Und Fall ja, 3-1. sehr sicher. Auch das haben wir geklärt. Super, danke Carsten. Du hast das Schlusswort. Einen schönen Abend, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ja, ich freue mich, euch wiederzusehen. Habt eine gute Zeit, genießt den Sommer und Ende August sehen wir uns hier wieder. Macht's gut und bleibt sicher. Tschüss.